Um aufzuwachen, brauchen wir einen Weckruf. Und den bekam ich 1986. Ich nahm an einem Triathlon in Palm Springs, Kalifornien teil. Und ich war beim Radfahren. Ich fuhr auf diese Kreuzung zu. Und als ich in die Kurve fuhr, erfasste mich ein Allrad Bronco mit 88 Stundenkilometer von hinten und katapultierte mich von meinem Fahrrad. Die Druckkraft quetschte 6 Wirbel in meiner Wirbelsäule. Die Prognose war, dass ich wahrscheinlich nie wieder laufen würde und dass ich eine Operation bräuchte, die Harrington-Stab-Operation. Wenn das jemand anderes gewesen wäre, hätte ich ihm wahrscheinlich die Operation empfohlen. Aber hier ging es um mich. Ich beschloss, das Krankenhaus zu verlassen. Ich hatte nur diesen einen Gedanken, und der war, die Kraft, die den Körper gemacht hat, heilt ihn auch. Ich fing also an, geistig meine Wirbelsäule zu rekonstruieren, Wirbel für Wirbel. Und dann dachte ich über ein Leben im Rollstuhl nach. 6 Wochen lang machte ich diese dunkle Seelenreise durch, denn ich konnte meinen Verstand nicht wirklich dazu bringen, das zu tun, was ich wollte. Und ich brauchte 3 Stunden, um meine Augen zu schließen und jeden einzelnen Wirbel zu rekonstruieren. Jedes Mal, wenn meine Aufmerksamkeit nachließ, begann ich wieder von vorn. Am Ende der 6 Wochen konnte ich den gesamten Prozess durchlaufen, ohne meine Aufmerksamkeit zu verlieren. Es war, als hätte ich einen Tennisball perfekt getroffen. In dem Moment machte etwas Klick. Ich klickte. Ich bemerkte starke Veränderungen in meinem Körper. Meine motorischen Funktionen kamen zurück. Mein Körper begann sich dramatisch zu verändern. Innerhalb von 10 Wochen war ich wieder auf den Beinen. Nach 12 Wochen trainierte ich wieder. Ich machte einen Deal mit mir. Sollte ich je wieder laufen können, würde ich den Rest meines Lebens Körper-Geist-Verbindungen und Geist über Materie studieren. Und das mache ich seit 1986.